Was geht ab, DebliTV? Willkommen wieder beim neuen Video, wir testen Döner. Heute gehen wir zu einem lang ersehnten Dönerladen hier in Böblingen. Den Döner gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, seit 17 Jahren, den Laden. Viele haben sich gefragt, warum bin ich noch nicht hierher gegangen? Weiß ich selber nicht wirklich. Aber ich gehe zu meinem Lieblingsdöner in Böblingen, das ist der Kervan. Und werde jetzt dort vorbeigehen und der hat auch der Gerät. Hab mir meinen Döner geholt, dieses Gerät hier. Konnte so gerade eine schöne Aufnahme sehen von dem Döner. Hab mir den kurz einpacken lassen. Der sieht jetzt nicht mehr so geil aus, aber ist egal. Ach, so, also hier das Fleisch. Das Fleisch ist nicht von Murat Lam. Das Fleisch von Özgül oder so heißt dieser Lieferant. Meiner Meinung nach sehr gutes Dönerfleisch. Allein das Dönerfleisch bekommt auf jeden Fall 8,6 Punkte. Also kommen wir zu der Probe. Das Brot ist auf jeden Fall selber gemacht, was schade ist, dass da kein Sesam drauf ist. Aber selbst gemacht fürs Brot, ohne jeglichen Riss. So sollte doch ein Fladenbrot aussehen, dass es nicht reicht. Und diese Zwiebeln. Dieses Gerät hier. Oh, scheiß Allergie. Dieses Gerät hier kostet 5,50 Euro. Aber oder 5 Euro. Ich gehe, das ist mein persönlicher Geschmack, natürlich werde ich das nicht in den Döner mit einbeziehen, in der Bewertung. Ich werde den ganz unparteiisch bewerten. Ich gehe nicht seitdem es diesen Laden 17 Jahren gibt, ich gehe nicht umsonst so lange schon hin, weil es mir persönlich schmeckt. Aber die Bewertung wird nichts mit meiner Liebe zu diesem Dönerladen mit einbeziehen. Ich werde den ganz, wie gesagt, unparteiisch bewerten. Wie ihr auch sehen konntet, hatte der Gerät Originale. Er war der erste Dönerladen, ich glaube, so ein ganz kleines Böblingen, wenn ich sogar noch Stuttgart mit einbezogen, glaube ich, wo der Gerät hatte, bis heute. Ich glaube, der Gerät ist der Gerät, sondern das ist auch der Gerät. Wenn du den Döner gegessen hast, fertig. Und du immer noch Hunger hast, stimmt was mit dir nicht. Also, so, jetzt kommen wir zur Bewertung. Vorab, es gibt zwei Geschmäcker, meines Wissens, für den Dönerladen. Entweder der Dönerladen schmeckt dir, oder der schmeckt dir einfach gar nicht. So ein Mittelding kenne ich bei keinem Menschen, den seiner Meinung, wo den Döner dann dort gegessen hat. Entweder hat er gesagt, der Döner ist überragend gut, oder der Döner ist einfach schlecht in seinen Augen, schmeckt ihm nicht. Diese zwei Meinungen gibt es. So ein Mittelding gibt es nicht. So, jetzt kommen wir zu den einzelnen Bewertungen. Salat, Gemüsetheke ist für mich dort eine 10 bis 10. Alles super frisch, hat alles da, was mir schmeckt, was ich möchte. Er hat Eisbergsalat, Rotkraut, Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Mais, eine weiße Soße und
seit neuestem, die hat er nicht so lange, hat er so eine rote Eiweißsoße. Und die rote Eiweißsoße ist so richtig Bombe. Dann hat er noch die Sriracha-Soße von den Chinesen da. Diese rote scharfe Soße. Da hat er normales Pulver, scharf. Und wenn du willst, auf Anfrage, sagst du ihm, hey, mach mir das Spezialpulver scharf rein. Und das Spezialpulver scharf ist schon nicht ohne, sag ich mal. Für Leute, die wohl nicht zu krass scharf vertragen, sollten die das auf jeden Fall nicht in Anspruch nehmen. So, schon mal dazu. Das Brot ist frisch gemacht, gar keine Frage. Brot hammergeil. Mir persönlich ist es nicht zu dick, nicht zu dünn. Für ein selbstgemachtes Brot richtig geil. Das Brot reißt nicht, keine Risse, kein das, kein das oder sonst was. Nur mir persönlich wäre geil, wenn er dieses, wie gesagt, dieses Sesam-Dinger drauf machen würde und dieses schwarze Körner, dann wäre das noch ein Ticken geiler. Deswegen kriegt das Brot von mir, das heißt nur 9,3. Das Brot. Das Fleisch habe ich ja schon vorhin gesagt, glaube ich, eine 8,7 oder was das Fleisch war. Geschmacklich finde ich das ein sehr, sehr gutes Hackfleischdöner. Ist auch ein Döner, weil dieser Spieß beinhaltet mehr wie 60% Fleisch. Deswegen ist es ein Döner. Alles andere, wenn ihr in den Laden reingeht, da steht Drehspieß, dann wisst ihr, das ist mehr Hackfleisch oder nur Hackfleisch aufeinander gepresst und schmeckt halt nicht wirklich. Deswegen wurde das so gesetzlich, glaube ich, geändert. Ich weiß nicht, ob ich scheiße habe oder nicht, aber es wurde so gesetzlich geändert, dass der Döner-Spieß mehr als 60% Fleisch beinhalten muss, dass es Döner heißen darf. Alles andere, was unter 60% ist, heißt nur noch Drehspieß. Müsst ihr mal im Laden drauf achten. Oder könnt ihr drauf achten, wenn ihr wollt. So. Das Ambiente von dem Laden ist halt ein ganz, ganz, ganz kleiner Laden. Der hat halt sozusagen nur das Nötigste, was er braucht in dem Laden. Aber der Chef ist super freundlich, so jederzeit. Haut dir deinen Döner immer voll, auf Wunsch. Macht dir auch mehr rein, ohne eigentlich einen Aufpreis zu verlangen. Außer du möchtest mehr, natürlich musst du dann einen Aufpreis verlangen. Oder wenn du viel, viel mehr willst, aber deswegen macht man ein bisschen mehr Zwiebeln oder ein bisschen mehr Fleisch rein. Dann ist eigentlich alles immer cool. So ist meine Erfahrung von mir und von Leuten, wo ich auch kenne. So, jetzt kommen wir zu der gesamten Bewertung des Döners. Der Döner ist für mich fetter Fettsack. Für mich fettes Kind. So Relaxo in real life. Schon wenn ich das ganze Ding esse, dann kommt es sogar so weit, dass mir dann so überfressen bin. Also das, wenn du das ganze Ding weghaust und immer noch Hunger hast, dann stimmt was mit dir nicht. Deswegen, dieser Döner bekommt von mir eine Gesamtbewertung vom Geschmack her, von allen drum und dran, die Stars, bekommt von mir, er ist über dem Standard. Definitiv. Besser als so ein Standarddöner. Der wird auch jetzt nicht die krasseste Bewertung bekommen. So an sich. Aber für mich ist dieser Döner eine 8,6. Ob sich da jetzt die Meinungen streiten, auseinandergehen, gar keine Frage. Aber das ist meine Meinung, meine Bewertung, mein Geschmack. Ihr müsst nicht auf mich hören, ihr könnt dort gerne hingehen, zu jedem einen Dönerladen, wo ich auch schon war, und es testen. Dann könnt ihr selbst die Erfahrung machen, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Das war's mit dem Video an diesem schönen Samstagnachmittag. Bis zum nächsten Mal, euer David TV. Peace.